Willkommen zurück hier bei Harry Potter. Lass mich kurz die FPS-Zahl in die richtige Ecke bringen. Wir waren hier stehen geblieben in... weiß ich nicht. Er ist der unerwünscht Nummer 1. Als würde das Spiel so gut sein und Fußabdrücke anzeigen. Ich bitte euch. Bleibt mal realistisch. So, wir waren hier stehen geblieben im Geburtsort von Harry, beziehungsweise im Wohnort von Harrys Eltern. Werden jetzt erstmal unseren Mantel regenerieren lassen. Ja, denn wir waren hier auf dem Weg zum Grab unserer Eltern. Hermine darf sich natürlich frei bewegen, wir hingegen nicht. Das ist natürlich verständlich. Okay. Fahr zur Hölle! Ich glaube, sie haben die Spur verloren. War es nicht hier hinten? Als hätten die nur so ein billiges Grab gehabt. Ein Fels in der Brandung, ein Licht in der Dunkelheit. Er hat uns allen Hoffnung geschenkt. Schön, wo ist das Grab? Ah, da! James Potter, Lily Potter. Der letzte Feind, der zerstört werden wird, ist der Tod. Harry, sieh dir das an. Ich habe dieses Zeichen schon einmal gesehen. Xenophilius Lovegood hat es auf der Hochzeit getragen. Jemand beobachtet uns. Beim Tor. Wir sollten ihr folgen. Irgendwie weiß ich, dass wir ihr folgen sollten. Es ist keine gute Idee, glaube ich. Glaube ich auch nicht. Brauche ich keinen Tarnumhang? Ist ja sehr merkwürdig. Wie gesagt, grafisch bin ich mit dem Spiel echt einverstanden. Für ein so altes Spiel, dann ist es ja auch ein Harry Potter Spiel, kein Top-Titel. Aber Gameplay und Story-technisch ist da echt deutlich mehr drin gewesen, wenn er mich fragt. Sie sind Bathilda, nicht wahr? Hermine, das ist Bathilda Backshot. Sie kannte Dumbledore. Sie könnte das Schwert haben. Irgendwas an ihr ist seltsam. Ja, ist doch die Falle, oder? Nicht erschrecken, Leute. Gleich. Sie will, dass ich nach oben gehe. Harry! Es ist alles in Ordnung. Bleib einfach hier. Richtig, Hermine. Bleib einfach da unten. Wir machen das alleine oben. Den Extradienst, damit sie uns Informationen gibt, erledigt Harry liebend gern alleine. Harry Potter. Haben Sie etwas für mich? Hat Dumbledore etwas dagelassen?
Oh ja, sie ist in Wirklichkeit eine Schlange, oh mein Gott. Stirb! Stirb, während ich hier auf dem Boden liege. Ja, gibt die uns voll die Klatsche. Das gleiche nochmal, weil es gameplay-technisch ja so anspruchsvoll ist. Aua. 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 Hallo. Hallo. Kleines Scheißvieh. Meine Güte, er hat jetzt aber 3-4 Mal gebissen. Wehe, das gleiche nochmal. Ah. Treff sie doch! Was will das Spiel denn? In den Kamin, das ist ja widerlich. Wehe. Wehe das gleiche nochmal. Oh, ist doch ein Scherz, oder? Mann, ich hab die doch die ganze Zeit getroffen. Hermine, er kommt. Voldemort kommt. Kannst du mich hören? Wir konnten fliehen. Ja. Wir hätten nicht nach Godric's Hollow gehen sollen. Ich wollte auch dorthin. Ich dachte wirklich, Dumbledore könnte das Schwert dagelassen haben. Hat er aber nicht. Du weißt schon, wer wusste, dass ich dorthin gehen würde. Er hat Befilda getötet, die Schlange in ihrem Haus gelassen, um auf uns zu warten und Godric's Hollow verlassen. Harry, nein. Du solltest dich wirklich ausruhen. Glaubst du, er ruht sich aus? Du weißt schon, wer ist uns immer einen Schritt voraus. Ron ist weg. Wir haben keinerlei Hinweise. Wir müssen irgendwas tun. Ich weiß, aber... Harry, ich habe das Buch, das Dumbledore mir hinterlassen hat, 100 Mal gelesen. Ich habe alles, was mir einfiel, überprüft, aber... Es muss irgendwo einen Hinweis geben. Ich werde nochmal nachsehen. Du sorgst für unsere Sicherheit. Und ich sehe nochmal nach. Hermine! Hermine! Nein! Machen wir erstmal das Schlimmste, die Muggelstämmigen in Godric's Hollow. Das ist nämlich wirklich die Hölle. Ich konnte... Was ein Witz. Kriechen durch die Wälder und schmuddelige kleine Verstecke. Sie heißen nicht nur Schlammblüter, sondern benehmen sich auch so. Okay. Haltet die Augen offen. Wir sind nicht zum Spaß. Danke. Danke vielmals. 1 von 6, okay. What?
Also die scheuen auf jeden Fall keine Umwege hier. Die lassen uns gut Umwege laufen. Jo, das war Nummer 2. Die KI ist scheinbar ziemlich eingeschränkt. Bitteschön, 3 von 6. Wo lang? Okay. Von mir aus. Vier von sechs. Ich bin gerade überrascht, da es doch ganz gut funktioniert hier. Fünf von sechs. Fehlt nur noch ein einziger, dann haben wir es geschafft. Ja, ja, die guten Laufwege. Boah, Leute, ich wäre fast noch gestorben. Boah. Befreie die Muggelstämmigen. Ey, das ist ja auch immer das Gleiche im Nachhinein. Nur alte Maps wieder benutzt und... Furchtbar. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hört sich jetzt wieder so böse an, aber ich freue mich schon ein bisschen darauf, das Spiel durchgespielt zu haben. Die spawnen unendlich, ich verstehe schon. Stirbt. Einfach. Sterbt. Sterbt. So. So.
Alles klar, dann brauchen wir diesen komischen Zauber. Wie hieß der nochmal? Impedimenta. Oder auch nicht. Confringo. Genau. Ja, ich will mal kurz gucken. Haut die nämlich auch ordentlich um. Ach so. Naja, haben tut er mich jetzt nicht gerade. Fall einfach tot um. Meine Güte, nicht immer alles so schwierig machen. Ja. Fall tot um. Dankeschön. Komm schon. Inventar voll. Inventar voll. Ja, bitteschön. Drei von... es fehlt immer noch ein. Ach, den da hinten habe ich dich befreit. Ey, ich bin noch so behindert. Die Headshots sind echt krass in dem Spiel. Wie in so einem richtigen Shooter. Eins, zwei und... Na gut. Einer wäre richtig realistisch. Aber ihr wisst, was ich meine. Bitteschön. Das Tal im Nebel. Auf ein letztes. Hoffentlich ist das Spiel bald zu Ende. Was muss ich jetzt hier machen überhaupt? Kämpfen, schätze ich mal. Achso, mit so einem bescheuerten Gegner spawnen rundum oder was? Für die richtige Schwierigkeit spawnen die halt. Achso, und so Viecher auch noch. Achso. Was mich gerade frage, ob die wohl hierdurch sterben. Ne, Stupor ist schon hier mein Must-Have momentan. Okay, man kann gar nicht runterspringen, man muss den Weg wieder runterlaufen. Das ist natürlich sehr schön. Level 18 schon. Mann, levelt man schnell in Harry Potter. Gegner, kommet herbei. Okay, Stupor ist auch auf der Taste 1. Das ist natürlich interessant.
Ich verstehe das ja auch gerade alles noch nicht so richtig, Leute, was wir hier machen. Bisschen warten, bis der Bloody Screen wieder regeneriert ist. So. Was soll ich jetzt beschützen, Leute? Ja, ja, das gute Spiel hier. Was bist du denn für einer? Läuft sie auch durch und denkt, er ist Rambo. Ey, hör mal, sonst geht's aber noch, oder? Aua. Ich verstehe den Sinn gerade nicht hiervon. Das kann doch nur ein Scherz sein, oder? Wir sollten uns beeilen. Wenn wir uns an keinen der Orte begeben, die mit ihr in Verbindung stehen, müssten wir sicher sein. Was ist mit Ron? Wenn er zurückkommen wollte, wäre er jetzt hier. Aber jetzt müssen wir weiter. Ah, wir haben es also geschafft, oder? Wie soll ich das jetzt verstehen? Alles klar. Du bist auf den. Ich war hier mal mit Mom und Dad. Warum baust du nicht das Zelt auf? Ich sehe mich im Wald um. Ja, ja, lass Hermine mal alleine. Finde ich gut. Achso. Entschuldigung, ich dachte, das Spiel wäre mal nicht linear. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will wieder ein freies Hogwarts erkunden. Aber vielleicht verlange ich da einfach zu viel. Man hätte auch hinten rumgehen können. Es ist wirklich nicht linear. Wahnsinn. Wahnsinn. Naja, was will man machen, Leute? Ich habe meinen Monitor übrigens jetzt auf ein dickes Folge der silbernen Hirschkuh. Ich habe meinen Monitor jetzt. Ich habe ja einen Flachbildmonitor. Es ist kein Riesenmonitor. Nein. Komm zurück. Aber, ja, er reicht mir vollkommen wirklich. Na. Ihr seid asozial, jetzt muss man die Spinnen bekämpfen. Ja, er reicht für mich, wie gesagt, vollkommen. Und ja, da mein Mikrofon aber vor mir auf dem Schreibtisch steht, muss ich halt immer so über das Mikrofon drüber starren. Obwohl ich relativ groß bin, ist es so. Und jetzt habe ich den auf ein dickes Word 6.0 für Windows, ein Handbuch, gestellt. Um eben nicht mehr so darüber luxen zu müssen. Ja. Das war das Werk des heutigen Tages von mir. Dann habe ich ein bisschen Just Dance gespielt. Ja, ein Junge spielt Just Dance, aber ich finde es einfach nur cool. Dieser beschissene Zauber, ey. Jedes Mal werde ich zurückgeschleudert. Super.
Naja, wir folgen der silbernen Hirschkuh. Harry beschwört ja übrigens einen männlichen Hirsch. Und deshalb ist es jetzt für Harry so interessant, wessen Patronus da eine Hirschkuh erzeugt. Entweiche gibt es das Wort? Entweiche den Peitschenweiden?